Hallo, Guido hier von Blockbuilders.de und wir wollen uns heute anschauen, was die Unterschiede zwischen Binance und Coinbase sind. Wenn wir nur mal auf die reine Größe der beiden Börsen gucken, das können wir zum Beispiel bei coinmarketcap.com machen. Da kann man hier oben unter Exchanges und dann Spot, also Spot ist einfach, wenn man eine Kryptowährung verkauft und wieder, also kauft und wieder verkauft, ohne Hebel handeln oder Futures oder irgendwas. Können wir beim Spot-Volumen sehen, dass Binance im Prinzip die größte Kryptobörse weltweit ist und auf Platz 3 aktuell Coinbase ist. Wenn wir uns auch das Volumen anschauen, sehen wir, dass in den letzten 24 Stunden 15 Milliarden US-Dollar bei Binance getradet wurden und bei Coinbase nur knapp 3,5 Milliarden. Man sieht also, Binance ist wesentlich größer als Coinbase, was aber auch daran liegt, dass Binance wesentlich mehr Kryptowährungen hat, worauf wir gleich noch eingehen wollen. Zunächst einmal, wenn ihr noch keinen Account bei beiden Plattformen habt, ich habe euch unten noch einmal einen Link reingepackt. Mit dem Link spart ihr bei Binance 10% Gebühren und wenn ihr euch bei Coinbase damit anmeldet, kriegt ihr nochmal 10 US-Dollar gratis in Bitcoin. Also nutzt ruhig gerne den Link zu den jeweiligen Exchanges und bekommt damit noch ein bisschen Geld obendrauf. Zunächst einmal müssen wir über die Anmeldung sprechen. Also wenn ihr noch keinen Binance-Account habt, ihr könnt euch bei Binance theoretisch anmelden, nur mit einer E-Mail-Adresse und einem Passwort. Und dann seht ihr schon euer Dashboard, das sieht dann so aus. Dort könnt ihr alles machen, habt allerdings eine Einschränkung, dass ihr keine Fiat-Währungen handeln könnt. Also ihr könnt keinen Euro ein- und auszahlen und ihr könnt nur maximal 2 Bitcoin am Tag einzahlen und abheben. Diese Limits gibt es. Und für die meisten ist es vermutlich interessant, auch Euro-Einzahlungen und Auszahlungen machen zu können. Und daher macht es vermutlich Sinn, sich zu verifizieren. Das geht hier oben einfach. Wenn ihr hier einfach auf euren Account klickt, könnt ihr euch hier verifizieren. Und ihr seht, ich bin jetzt zum Beispiel verifiziert. Bei Coinbase läuft das genauso. Um euch dort anzumelden, müsst ihr euch auch verifizieren. Das heißt, ihr meldet euch an. Und dann werdet ihr nach einem Ausweis gefragt, da ladet ihr ein Bild hoch und dann werdet ihr innerhalb von ein paar Minuten verifiziert. Das geht bei Binance auch innerhalb von ein paar Minuten. Nur wenn das Bild irgendwie unscharf ist oder es da Unklarheiten gibt, dann kann es mal länger dauern. Und sobald ihr verifiziert seid, könnt ihr eigentlich auf beiden Plattformen schon handeln. Die größten Unterschiede gibt es vermutlich im Umfang der beiden Plattformen. Coinbase an sich sitzt in den USA, ist relativ stark reguliert. Das hat dann zum Beispiel auch zur Folge, Ripple hat jetzt ein Problem mit der US-Börsenaufsicht. Das heißt, die mussten dann einfach Ripple von der Plattform nehmen. Binance ist da ein bisschen freier. Die haben eher so ein dezentrales System. Die haben keinen festen Ort, wo sie sitzen, sondern die Mitarbeiter sitzen weltweit verteilt. Und von daher ist es für die Behörden relativ schwer, da ranzukommen oder da Fuß zu fassen. Von daher können die zum Beispiel auch problemlos Ripple weiterlaufen lassen. Allerdings könnt ihr Binance nicht in den USA nutzen beispielsweise. Was jetzt den Unterschied angeht, so habt ihr bei Coinbase vermutlich aktuell so knapp 30, 35 Kryptowährungen, die ihr handeln könnt. Da sind im Prinzip alle großen mit dabei. Also wir haben Ethereum, wir haben Bitcoin, wir haben EOS und eben alles andere, was gerade so aktuell ist. Was wir nicht haben beispielsweise ist IOTA. IOTA in Deutschland relativ beliebt, gibt es zum Beispiel bei Coinbase gar nicht. Hängt auch ein bisschen damit zusammen, dass IOTA vor allem in Deutschland beliebt ist, aber in anderen Ländern eigentlich weniger. Bei Binance sieht die Sache ganz anders aus. Wenn wir da reinschauen bei Markets, sieht man, dass man da mehrere hundert Kryptowährungen hat, die man da handeln kann. Also alles, was irgendwie signifikant ist, was man kaufen kann und was ein gewisses Handelsvolumen hat, wird im Prinzip bei Binance gehandelt. Also ihr habt da locker über 200 Kryptowährungen, die da gehandelt werden und dann auch immer in verschiedenen Paaren. Also nicht nur gegen Bitcoin, sondern auch zum Teil gegen Ethereum und dann gegen auch die Stablecoins wie USDT oder teilweise auch gegen BNB, den Binance Coin. Also was die Handelspaare angeht und die Kryptowährung, hat wir bei Binance nochmal deutlich mehr.
muss man sich halt im Vorfeld informieren, was man handeln möchte. Und wenn es tatsächlich nur Bitcoin kaufen ist, dann kann man das auch problemlos bei Coinbase machen. Wenn man halt sehr viele Kryptowährungen, sehr unterschiedliche handeln will, ist Binance eigentlich der bessere Ort. Den größten Unterschied gibt es im Prinzip bei den Gebühren. Wenn wir uns das anschauen, Binance ist relativ einfach aufgebaut. Ihr zahlt einfach, sie haben hier Maker- und Taker-Fees. Ist ein bisschen kompliziert zu erklären, aber beim kleinsten Volumen ist es im Prinzip so, wenn ihr eine Market-Order macht, die sofort ausgeführt wird, zahlt ihr den Taker-Fee. Und wenn ihr eine Limit-Order macht, die erst ins Orderbuch geschrieben wird und dann erst ausgeführt wird, wenn der Preis stark steigt oder fällt, zahlt ihr den Maker-Fee. Das heißt, ihr bietet im Prinzip Liquidität an. Deswegen gibt es den sogenannten Maker-Rebate. Den kriegt man dann, wenn man höhere Volumen auch handelt. Das ist nochmal ein bisschen günstiger, eine Limit-Order zu machen, anstatt einer Market-Order. Aber für Einsteiger ist einfach nur zu wissen, 0,1% zahlt man im Prinzip für jeden Trade. Wenn ihr BNB, also den Binance Coin, in euren Account habt und hier das aktiviert habt, was standardmäßig, glaube ich, sogar aktiviert ist, zahlt ihr nur 0,75%, also 0,075%. Und wenn ihr zum Beispiel meinen Link nutzt, spart ihr nochmal weitere 10% darauf. Das so das Wichtigste zu den Binance-Gebühren. Bei Coinbase sieht das ein bisschen anders aus. Da sind die Gebühren wesentlich höher. Da habt ihr hier in Europa, wenn man eine normale Überweisung macht, also hinüberweist in Euro, zahlt man 1,49%. Also für die Überweisung dorthin zahlt man nichts, aber dann für den Kauf oder Verkauf von Kryptowährungen zahlt man dann 1,49%. Wenn ihr hier also sagt, okay, ihr wollt was auch immer, Bitcoin kaufen oder verkaufen, hier oben kaufen oder verkaufen, seht ihr relativ dann auch den die Gebühr eingeblendet. Ich sage jetzt mal, ich will $1,000 Bitcoin im Wert von $1,000 verkaufen. Dann seht ihr hier auch die Gebühr, die ist im Prinzip, seht ihr hier 1,49%, was relativ hoch ist, wenn wir dagegen Binance vergleichen, das waren eben maximal 0,1%. Das kann man auch ein bisschen günstiger machen bei Coinbase. Jeder Coinbase-Kunde hat auch die Möglichkeit, Coinbase auf Coinbase Pro zuzugreifen. Die professionelle Exchange von Coinbase, das ist dann ein bisschen komplizierter, das Kaufen oder Verkaufen. Da bekommt man das für 0,5%. Auch nochmal wesentlich teurer als Binance, aber 0,5% ist vergleichsweise zu anderen Plattformen schon relativ günstig, also schon sehr günstig im Prinzip. Wie gesagt, Binance ist bei den Gebühren einfach an vorderster Stelle. Was die Bedienbarkeit angeht, so ist Coinbase wesentlich einfacher. Das ist auch der Grund, warum viele am Anfang Coinbase nutzen, weil es halt einfach ist. Die Seite gibt es sogar auf Deutsch, könnt ihr hier unten umändern auf Deutsch. Dann könnt ihr einfach kaufen und verkaufen machen und dann könnt ihr hier einfach die Sachen verkaufen, was relativ einfach zu machen ist. Und bei Binance sieht die Sache schon komplizierter aus. Wenn ihr zum Beispiel sagt, ihr wollt BNB kaufen oder Bitcoin kaufen, für BNB mache ich jetzt mal, dann seht ihr hier, könnt ihr ein Limit oder eine Market Order machen. Eine Market Order ist am Anfang einfacher, die wird dann sofort ausgeführt. Dann müsst ihr noch eingeben, wie viel ihr kaufen wollt. Zum Beispiel 10 oder 100 oder 1000 und dann könnt ihr auf Buy machen und dann wird das ausgeführt. Ihr habt hier dann das Chart, hier habt ihr das Orderbuch, die Verkaufsorders und die Kauforders und hier die letzten Trades, die gemacht wurden. An sich also schon deutlich komplizierter als es bei Coinbase ist, aber eben auch professioneller, weil es halt auch viele professionelle Händler auf Binance gibt. Darüber hinaus, was noch wichtig ist zu wissen, ist, dass es im Prinzip bei Binance wesentlich mehr Optionen gibt. Also ihr könnt zum Beispiel Futures handeln. Das wurde früher mal von BitMEX oder wird immer noch von BitMEX gemacht, aber Binance hat BitMEX dort überholt. Also ihr könnt Futures handeln, ihr könnt da Bitcoin mit einem Hebel von 1 zu 125 handeln.
Ihr könnt Optionen handeln, ihr habt sogenannte Leverage Tokens, wo ihr zum Beispiel mit einem dreifachen Hebel auf einem Wert handelt, dann habt ihr Margin Trading, dann habt ihr, ich gehe jetzt nicht im Detail darauf ein, wie das funktioniert, ich habe zu den einzelnen Punkten auch immer noch Videos gemacht, könnt ihr euch dann separat anschauen und ihr habt mit Binance Earn zum Beispiel die Möglichkeit, dort auch Geld oder Kryptowährungen anzulegen und darauf Zinsen zu kriegen, das auch mit Liquid Swaps hier beispielsweise. Gibt es halt immer noch die Möglichkeit, Zinsen zu machen. Coinbase hat auch Coinbase Earn. Das ist aber nochmal was anderes. Dort bekommt ihr, könnt ihr ein paar Kurse machen und dann bekommt ihr ein paar Kryptowährungen for free im Prinzip. Das sind aber immer keine hohen Beträge, sondern halt immer nur ein paar Coins, die man machen kann. Und wie gesagt, Binance ist da viel tiefer drin in diesem ganzen DeFi-Bereich, im Staking. Ihr könnt halt alles Mögliche machen. Ihr habt Launch Pool und Launchpad und halt das ganze Programm, was im Kryptobereich gibt, findet ihr auch bei Binance wieder. Deswegen ist die Plattform halt auch nochmal deutlich komplizierter, weil ihr eben so viele Möglichkeiten habt. Es ist mittlerweile so, dass bestimmte Kryptowährungen kann man auch staken, wo man dann jährlich oder regelmäßig Zinsen kriegt, zum Beispiel Tezos. Und das macht auch Coinbase. Also wenn ihr dort Tezos habt, bekommt ihr auch automatisch diese Zinsen. Das bekommt ihr natürlich bei Binance dann auch. Der Vorteil ist aber, dass Binance dafür, dass die das für euch staken, keine Gebühren nimmt. Und Coinbase nimmt dafür nochmal Gebühren, die, glaube ich, sogar bei 10 bis 20% des Gewinns liegen, was sie da abziehen. Von daher ist für alles, was man eigentlich machen will, was über das einfache Kaufen und Verkaufen der Kryptowährung hinausgeht, die Binance-Plattform schon sehr mächtig. Das sind meine wichtigsten Punkte zu den beiden Plattformen. Wenn ihr dazu Fragen habt, schreibt gerne unten in die Kommentare und ich würde mich freuen, wenn ihr das Video liked und den Kanal abonniert. Vielen Dank fürs Zuschauen.